So, Leute, wir waren gerade draußen, wollten was zu essen holen und ich spüre, Leute, ich habe was gesehen. Das war unglaublich. Mit Daisy zusammen, wir gehen jetzt hin. So, Leute, Zimmer, Daisy, was gerade passiert ist, als wir was zu essen holen wollten. Das war so krass, ich kann das gar nicht sonst mal im Hochformat einblenden. So, Leute, wir waren gerade was kaufen, ich weiß nicht, wie spät das ist. Jedenfalls, Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, guck mal, du kannst hier sehen. Immer noch durchgehend. Wir sind vorbeigegangen, da habe ich gesehen, die liegen hier. Das ist Mama und du kannst filmen. Ich habe sie gefragt, sie meinte, das ist okay. Ich habe gefragt, wo die leben, weil ich dachte, die leben vielleicht da. Zeig mal. Ich glaube, die leben hier oder so. Aber sie meinte, die haben kein Zuhause, die haben nichts. Und der Kleine ist gerade wach geworden und hat sich wieder hingelegt. Und Leute, ich schwöre bei Gott, ich stehe gerade hier, ich könnte heulen. Ich weiß aber nicht, wie ich dieser Familie helfen kann. Ich meinte sie zu ihr, ich kann einen Aufruf starten. Ey, das müsste eigentlich schnell gehen, Digga. Ehrlich, Leute, ich habe Gänsehaut durchgeguckt. Guck mal, der Kleine. Mama, schau mal, nur Lisa. Er ist 5 Jahre. Er geht auf 6 Jahre zu, meinte sie gerade. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich dieser Familie helfen kann. Ich habe ihm 20 Seeds gegeben, dass sie nicht was zu essen kaufen können. Aber ey, ich fühle mich gerade so wie, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ey, der Kleine tut mir so leid, Digga. Also ich würde ehrlich, mein letztes Hemd, guck mal, das ist doch kalt. Wie soll er jetzt? Weißt du, ich glaube, es gibt gleich von Kelly oder so, was wir ihm zum Anziehen geben können. Wir sind gerade essen holen und so wieder zurückgekommen. Und dann hatte Ben so gesagt, guck mal, da liegt jemand. Da habe ich geguckt und habe gesehen, dass ein Kind noch daneben liegt. Also ich habe nur gesehen, genau, ich wurde nur aufmerksam, als ich gesehen habe, dass das Kind da lag, also dass da 2 Personen lagen mit einem Kind. Weil wir sehen ja oft Obdachlose hier, ne? Aber ich habe gesehen, dass da 2 Personen liegen und ich wollte unbedingt wissen, ey, warum liegen die da draußen? Ja, und vor allem ist das Kind auch wirklich, also es ist ein Kind so. Und dann sind wir halt drüber und lagen tatsächlich Mutter und Kind. Ben hat dann gefragt, ob sie in dem Haus lagen, vor so einem Haus da drin wohnen. Und sie sagte, nee, wir schlafen mal hier und mal da. Genau, wir dachten erstmal so, die legen sich draußen, weil das zu warm ist, ne? Ja, genau. Vielleicht ist es im Haus warm und deswegen brauchen sie Luft draußen. So habe ich auch erstmal gedacht. Ja, und dann hat sich dann festgestellt, dass sie quasi obdachlos sind und draußen schlafen. Ja, jetzt haben wir eine Decke Jetzt haben wir so eine Kleinigkeit geholt, eine Decke. Ein T-Shirt was wir mitgenommen. Und so 2 Wasserflaschen. Ja. Also wir können denen so helfen, wir können jetzt auch nicht sagen, ja kommt mal, zieht mal hier ein oder so. Also ich bin ehrlich zu euch, ich könnte so nicht schlafen, wenn ich denen nicht geholfen hätte. Ja, und du hast ihnen auch noch ein bisschen Geld gegeben. Genau. Und wir meinten so, ja, wir kommen wieder. Deswegen, wir halten unser Wort, ich kann jetzt wirklich nicht schlafen gehen. Das wäre jetzt echt fake. Wir nehmen das jetzt und dann. Und ich hoffe, dass wir die aber trotzdem irgendwie auch so helfen können, weißt du? Ja. Aber wie denn? Sie hat nicht mal Handy, sie meinte, die hat gar nichts. Ja, wie willst du Handy haben, wenn du obdachlos bist? Ja, aber keine Ahnung. Jedenfalls, ja egal, wir gehen erstmal hin und gucken. Wir haben dann auf jeden Fall was gemacht, so, ne? Das ja, ist, das ist das. Und sind einfach vorbeigelaufen und haben nichts das gemacht. Das ist das. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal hin und dann zeigen wir euch das auf jeden Fall. So, Leute, jetzt sind wir unterwegs. Daisy ist da. Gerade Licht anmachen. Licht anmachen. Und meine Mutter wollte mitkommen. Sie meinte, sie kennt das hier. Sie hat ja hier gelebt. Sie meinte, einige Menschen machen Quatsch, ne? Die lassen das so aussehen, als wären die arm, aber die sind nicht arm. Mhm. Aber ich meine zu meiner Mutter, Mama, ich habe gesehen, dass sie wirklich kein Geld haben. Ich bin selber hingegangen, weil ich gesehen habe, dass ein Kind da lag, mit seiner Mom. Mhm. Und ich habe die angesprochen, nicht die mich, weil mein Herz einfach geblutet hat und Daisy auch. Ja. Und ja, jetzt gehen wir quasi hin und hoffen wir mal, dass sie glücklich sind. Ich habe Geld mitgenommen, was wir da noch hatten. Das heißt, wir haben jetzt aktuell gar kein Geld mehr. Wir müssen wieder Geld wechseln. Ich glaube, 200 Ghanas ist gut. Sie kann damit was machen auf jeden Fall. Das ist das, was zählt einfach. Jetzt gehen wir kurz hin. Ich hoffe, die liegen da noch. Du hast jetzt die Decke, ne? Ja, ne? Ja, Decke. Wenn die nicht da liegen, dann wissen wir, das war gefaked. Ich konnte so nicht schlafen, Daisy auch nicht. Und deswegen gehen wir jetzt gemeinsam hin und meine Mutter begleitet uns. Vielleicht möchte sie sehen, ob das wirklich real ist oder fake, damit sie auch vielleicht helfen kann. Ich will jetzt mal die Decke geben. Voll spannend. Und, ich weiß nicht, ob es Bluff ist oder nicht, aber... Das ist Bluff. Muss man, warum kommt meine Mutter nicht? Mal, wo ist man da? Meint ihr, hat meine Mutter Angst oder was? Wo sie steht? Mal, komm mal rüber. Wollen die uns hochnehmen, sagst du? Sagst du real oder fake? Was sagst du? Ich habe keine Ahnung, Ben. Ich kann es nicht einschätzen, wenn ich echt. Ja, egal, du hast den aber Decke, die haben jetzt Decke da, die haben Trinken da, die haben T-Shirt da. Und jetzt kann man denen auf jeden Fall so helfen, was die Nummer? 100, nimm mal das hier. Nicht, dass die denen das wegnehmen und so, ne? Glaubst du? Ja. Was sagst du? Ja. Nur, Mann.
Na hier, also die Kosovo war vorne, muss ich jetzt sehen. Ja, ja, besser. Jedenfalls so viele Menschen. Besser, weil so viele Menschen auf einmal nehmen die das weg, ne? Dann attackieren, ne? Ja, ne? Du die attackieren morgen, sie? Ja, besser. Scheiße, die besser geht, aber... Guck mal, sie wussten, dass sie zurückkommen, auf einmal chillen die alle, als ob die ihnen helfen wollen, weißt du, was ich meine? Die meinten auch, die konnten auch nicht mehr weitergehen, weil sie tut ihnen leid. Ja, und so. Ja, und was wollt ihr jetzt machen? Haben sie keine Ahnung, gefragt warum oder essen? Essen? Ja, Essen habe ich schon gefragt, aber... Mama, rede doch mal mit ihr ein bisschen. Guck, warum wir sie lieben, weil sie kriegt, sie hat nirgendwo, wo sie leben kann. Nicht, dass sie das wegnehmen. Ja, ich habe auch Angst, dass sie das Geld wegnehmen. Naja. Es macht sie noch Spaß, ja, ich gebe mir das Geld und auf einmal bleibt sie da stehen. Das Geld, glaubst du? Du sagst, du kommst gleich wieder und so, aber immer warten dich hier, das ist schon cool. Aber glaubst du, nehmen das Geld ihr ehrlich weg? Ja, ja. Guck mal, wie viele Menschen die. Mama, also morgen ist bestimmt nicht hier, Mama. Muss warten. Ja, oder wir warten, bis sie weg sind. 8 Uhr, ne? Oha, 8 Uhr, tschüss, 8 Uhr, nein. Dann 6 Uhr, komm jetzt. Wenn du gibst jetzt, ne? Die attackiert. Ja. Die attackieren sie, ne? Ja, safe. Also, die doch nicht, ob dein Kind liegt oder nicht. Also, das Geld nicht geben. Nein. Sag mal, morgen 6 Uhr, du bist da, ja? Mama, du kannst doch auch reden mit ihr, oder nicht? Ja, aber die hören das ja. Checkst du? Aber guck mal hier, wie viele da stehen. Nein, ich ja. Was wollt ihr denn hier? Also ich verstehe, warum die da jetzt stehen. Sollen die jetzt gehen? Also meine Mutter meinte morgen um 6 Uhr, weil die Leute stehen da und gucken die ganze Zeit zu. Meine Mutter meinte, lieber kein Geld geben, weil sonst wird sie ausgeraubt oder attackiert. Weil sie selber Frust haben. Wisst ihr, das Komische ist, wir sind gerade hier vorbeigegangen. Also das Mädel da, was da geht, mit der, ne? Blauen Hose. Ja, mit der blauen Hose. Die da. Ist richtig auffällig und sie ist auch richtig provokant und aufdringlich. Sie meinte dann so, aus Spaß, ja, gib mir das und so, ich gebe dir das und so. Genau, auch gib dem. Mir das Geld und so. Warum machst du Späße darüber? Auf einmal meintest du, ja, ich komme gleich wieder, ich gebe ihr das und sie chillt hier die ganze Zeit. Hä? Ja, aber du wolltest selber doch gerade, aber sie wollte doch weitergehen vorher. Das war so eine Horde hier, Leute. Ich schuhe, jetzt sind die auf einmal gegangen. Guck mal da, die stehen da immer noch. Die halten die immer denken noch auch, wir sind dumm. Auf denen, die bleiben da stehen, dann geben wir ihr und dann kommen die wieder. Mhm. Also deswegen nicht geben, Mama? Nee. Morgen. Morgen geben? Mhm. Guck mal hier, Digga, die tut mir zu leid. Das ist ihr Sohn, er wird 6, hat sie gesagt. Meine Mutter hat gefragt, warum liegst du hier? Sie meinte, sie hat nirgendwo, wo sie leben kann. Und das ist genau hier, auf dieser Strecke hier. Guck mal, wie dunkel das ist. Das ist genau diese Strecke. Und wir sind ja von da gekommen und so, wollten nach Hause. Das ist immer unser Weg abends, wenn wir was zu essen holen. Auf einmal habe ich gesehen, ich war da und habe ich gesehen, da liegen 2 Menschen. Dann habe ich zu Daisy gesagt, lass mal rübergehen. Mama, weißt du? Und habe ich gefragt, was los und so, weil ich ein kleines Kind gesehen habe. Weißt du, dann hat sie erzählt, was los ist. Und ich kann eigentlich wirklich nicht nach Hause gehen, ohne ihnen das irgendwie gegeben zu haben. Die können ja von hier weg, oder? Ja, der ist ja auch gerade wach gewesen. Ich meine, hier fahren ständig Autos. Ist Lärm. Ich würde denen echt gerne helfen, wenn ich könnte, ich schwöre. Sie hat nicht mal Kontaktdaten, nichts, kein Handy. Mama, hat sie kein Handy? Frag sie mal bitte. Hat sie kein Handy? Wie sollen wir ihr denn helfen? Ich würde ihr gerne helfen, Mama. Das sind in Deutschland Menschen, die könnten ihr echt helfen. So mit 1.000, 2.000 Euro, dann wäre die Familie glücklich. Also könnte sie was machen? Traurig, Alter. Ja? In Deutschland gibt es Leute, die natürlich auch obdachlos sind, aber die haben es immer noch irgendwo besser, weil in Deutschland... In Deutschland hast du aber auch die Möglichkeit, Du hast die Möglichkeit vom Staat was zu bekommen. Das ist das. Die Möglichkeit gibt es hier nicht. Wenn du hier... auf der Straße bist du auf der Straße. Hier ist vorbei. Hier gibt es kein Arbeitsamt und hier und da. Guck mal hier, die liegen da jetzt. Ich hab das Gefühl, die liegen da und morgen müssen die jetzt gucken, was sie jetzt nochmal machen. Weißt du? Ja, Leute sagen jetzt, nehmt die mal auf und so. Wieso nehmt ihr die nicht auf? Und wir können nicht einfach Leute aufnehmen. Also wir haben selber Krise und dann nehmen wir hier auf einmal jemanden auf. Also ich würde gerne helfen, dass also weißt du, ich könnte Kontakt nehmen, so weißt du? Ja, aber Waisenhaus kostet auch Geld. Weißt du, sie hat ja kein Geld, sie liebt ja da einfach. Guck mal, sie kann nicht mal schlafen. Leute, sie kann ihre Augen nicht mal schließen, ich schwöre. Ja, weißt du, da sind doch für Leute, die kein Geld haben, oder? Ja, aber hier nicht. Okay, wo sie kommt. Ja, genau, ein Tag Hotel, aber hier ist doch irgendwo Hotel, ne? Da. Ja, da ist auch Hotel. Hotel, aber wie viel zahlt man dann? Hotel für einen Tag? Von Yanku Hotel am Kodak Hotel.
I bet all the fun on here, Uncle. Oh, it took me so light now, Digga. I will einfach from. Die wurden von dem Vater von dem Kleinen hier, wurden die, also wie sagt man, verscheucht, gekickt. Rausgeschmissen, ja. Ey, der Kleine ist so süß, Leute, ich schwöre. What's your name? Nathan. What's your name? Nathan. Nathan. Mama, die sind die Nathan. Nathan. Komm, for drink. Wo bist du von drink? Ey, new. Mit der Blum. Nun kommt ein Hotel, ja? Ihr wisst ja. Das ist richtig geil. Nathan, mein Schatzi. Ey, Mann, ey, der Junge ist so süß, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre, ich könnte heulen, Digga. Ich hab richtig Gänsehaut. Ich hab Tränen, Digga. Ich schwöre, ich hab Gänsehaut pur. Der ist ohne Spaß. Guck mal. Matsche, er will hinfahren. Ey, er ist so süß, Digga. Ich schwöre bei Gott. Ich würde ihn so gerne nehmen, Digga. So ihn großziehen, Digga. Einfach nur den Kleinen einfach nehmen. So Leute, jetzt gucken wir mal nach einem Hotel für die, dass sie dann im Hotel schlafen können. Weil, Digga, das geht nicht. Was für ein Hund ist der Vater, dass er die einfach kickt, Alter. Was für ein Hund. Sorry für meine Aussprache, aber ich bin richtig sauer. Das ist so das Letzte, was man machen kann. Lieber gehe ich, wenn ich im Streit bin, weißt du, als mein Sohn und meine Frau, mit der ich ein Kind habe, rauszuschmeißen. Versteht ihr, was ich meine? Was ist das denn? Deswegen meine ich ja, nein, nicht die Frau ist okay. Ich meine, ich ja, auf den... Wenn es um deine Frau geht, das ist eine Sache so, weißt du. Aber du schaffst nicht deinen Sohn dein mit. Fleisch und Blut auf die Straße schicken. Ich schwöre, guck mal, die Mutter tut mir todesleid. Wir gucken jetzt nach Hotel irgendwo. Ich hoffe, wir finden hier ein Hotel, damit die richtig entspannt irgendwo schlafen können. Und dann gucken wir morgen weiter, was wir machen können. Ich schwöre, eigentlich will ich so einen Aufruf starten, weil die sind echt im Not. Weil die brauchen echt eine Bleibe. Wir gucken jetzt nach dem Hotel, melden wir uns, wenn wir da sind, Leute. Ja, bis gleich. Okay, Leute, jetzt gehen wir hier mal und gucken. Was finden? Ich schwöre, Leute, das ist, ich kann die ganze Zeit mich drüber aufregen. Ja, ich will euch mal zeigen, was wirklich. Weißt du, deswegen in Deutschland, Leute meckern so viel. Wir meckern so viel und wir sind unzufrieden mit dem, was wir haben, obwohl das eigentlich sehr, sehr viel ist. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Trinken und Essen, du bist so reich, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schon so reich. Guck dir den kleinen Mann an, ey. Ey, der kleine, ey, er ist so ein, guck mal. Wie kann man sein Kind einfach, nee, es geht nicht in meinen Kopf rein. Egal, ich liebe dich, Mama, dass du trotzdem mit rausgekommen bist, ja? Obwohl sie skeptisch war, ist sie trotzdem gekommen. Ja. Danke, Mama, auf jeden Fall. Wir müssen aber trotzdem denen weiterhelfen. Die brauchen irgendwo, wo die, ja, weißt du? Wir gucken morgen, was wir für die machen können. Ja. Jetzt ist es zu spät, um noch, aber du? Die Hauptsache ist, dass der Kleine irgendwie richtig schlafen kann. Ja, Leute, wir melden uns gleich. Ich hoffe, wir finden was. Ich schwöre. Ich liebe meine Mutter, Digga. Sie hat erstmal gesagt, ja komm, glaub mir, Ben. Vielleicht machen die wirklich so diese Filme. Aber dann ist sie doch mit rausgekommen. Ich liebe sie und dann, ne? Und das mit dem Hotel, ist sie sogar drauf gekommen, Digga. Ich bin nicht mal drauf gekommen, oder? Ja, Mama. Oder hat das bin gesagt. Ich drauf gekommen? Hier ist Hotel, Mama? Ja. Oh, geil. Okay, da ist Guesthaus, okay. Guesthaus ist das. Egal, Leute, das sieht ein bisschen komisch aus. Digga, der Kleine tut mir zu, Leute, guck mal, was er erleben muss. Er denkt sich gerade, was geht hier ab? Okay, jetzt gehen wir da rein, das ist jetzt mäßig Hotel. Rezeption und so. Geh mal kurz rein und frag mal so, wie viel. Okay, also Mama, wie viel? 120? Ah, 120, ja. Ja, machen wir. Gib mal bitte das Geld. Boost. So hier. Hoppa. Machen wir. Okay, Mama, hier. 120, ne? Ja. Dann können die schlafen, weißt du? Dann gucken wir morgen. Dann kommen wir morgen vielleicht nochmal und gucken. Ja. Ja, ist so süß, ne? Nathan Boy. Nico. Das ist so süß, ne? Da war nicht so ein Kassa, aber da. Nur da, na, wo ich alles sehe, ne? Das war dann der Kapitän, das war Kassa. Oh, wo die? Wo die? Das ist zu süß, ne? Egal, Mann, wir werden schon das Gute für ihn tun. Wir haben schon was Gutes getan und das Wichtigste ist, dass er schläft und dann machen wir alles andere. Jetzt warten wir hier ab. Mama, danke auf jeden Fall. Und dich weiß ich möglich. In Deutschland werden die Kinder eingeschult oder Vorschule, checkst du? Ja. Er chillt einfach auf der Straße, Digga, der Junge. Ich könnte noch mehrere Nächte hier schlafen, wenn die wollen. Zahlen wir. Ja, dann kannst du Restgeld nehmen.
Hotel wurde bezahlt und das Restaurant. Kannst du deiner Mama schön was machen, ja? Wir müssen lassen, ne? So Leute, ich muss euch erzählen, ich habe mich gerade mit der Mutter unterhalten und sie meint, das ist so quasi 2 Wochen her, dass sie aus dem Haus geschmissen worden sind. Und sie meinte ja, er hat sie aufgeschlagen und der Kleine hat es mal mitbekommen. Jetzt sitzen die hier, Leute, ich habe Gänsehaut durchgehend und ich hoffe, dass sie eine Nacht ganz entspannt schlafen können und dann gucken wir morgen, was sie morgen machen können. Ist auch gar kein Problem für uns, wir würden auch gerne immer wieder zahlen, dass sie hier schlafen, damit wir auch anderweitig gucken, was sie dann, also was für die zur Verfügung steht. Also ich meine, der Kleine hier, Leute, ich schwöre bei Gott, ich würde den Kleinen hier unnormal mitnehmen. Und ja, man sieht einfach, er ist traumatisiert, Alter. Guck mal, wie schwer das ist. Er ist auch müde, er redet auch fast gar nicht. Zu dir, die Nathan, ne? Guck mal, wie er sitzt und was er alles erleben muss mit 5 Jahren. Chillt auf der Straße. Die Mutter tut mir gar nichts dran, bleibt. Sie ist auch irgendwie so. Ja, sie ist verschlossen. Trauma einfach und tut sich reden. Und ich glaube, wenn sie weiter reden würde, würde sie auch weinen. So. Glaube ich auch. Big man. Du machst zu süß, ne? Ist zu süß. Aufpassen. Und dann, wenn du weg bist, aber was will sie uns beschützen, ne? Ja, ist zu süß, ne? Mami, ey. Jetzt, wir warten hier immer noch. Aus 15 Minuten wird jetzt, wie viel? Ja, locker schon eine halbe Stunde. Und wir sitzen immer noch hier, der Kleine ist müde. Wie spät ist es jetzt aktuell? Es ist halb zwölf, bin auch richtig müde. Ich bin 11:30, ne? Wir müssen morgen noch mit Mauli weg, Digga. Wir müssen richtig früh aufstehen, wir sind hier, um Leben zu retten, ne? Um was Gutes zu tun, einfach nicht, um Leben zu retten. Eigentlich müssen wir so eine Organisation ehrlich aufmachen, weil so Menschen. Ich schwöre, ich habe richtig Lust drauf, Menschen zu helfen. Also ich sag dir ehrlich, obwohl unsere Reichweite jetzt nicht so extrem ist, würde ich gerne Menschen helfen. So, weißt du, genau sowas wollte ich immer schon machen. Now is ready for us to go. Let's go. Thank you. Jetzt gucken wir mal das an, wie das aussieht. Das ist das Zimmer. Oh, das sieht auch gut aus. Oh, TV! Was ist denn hier cool, Kaka? Genau, AC ausmachen. Das ist echt kalt hier, ne, Daisy? Ja, ja. Willst du mal hier, ey, Nathan, willst du mal hier Football, Kaka? Fußball. But also da, also da. Right. Washing room, fitting room. You can take it. Ah, okay. Nice. Duschen. And then. Sleep, ja? Yeah? Ich bin mit mir in Mohammed. Thank you, boss. Okay, then. Good night, Nathan. Sie wollen auch nicht mehr, Nathan. Okay, Nathan. Good night. Let me check. Good night. Kein Good night, Nathan. Good night. Okay, ma. Bye bye. Watch out, bye bye. Don't worry. Everything's gonna be okay, yeah? Okay, close the door. Close the door if you want, yeah? Take a shower. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Warte. Wenigstens hat sie einmal gelacht. Ja, sie hat nicht einmal gelacht. Bye bye, Boss. Thank you. Schauen wir ab. Okay, jetzt gehen wir nach Hause. Die sind auf jeden Fall besser. Die haben ein richtiges Bett. Genau. Wo sie schlafen. Haben Geld bekommen. Kann ihnen einmal waschen. Sie können sich selber waschen. Ja. Können sie morgen sich Frühstück holen von dem Geld. Ja. Ja, und dann kommen wir morgen nochmal und gucken, was wir machen können. Genau, wir gucken morgen. Da meinte bis 12, ne? Ja, ja. Bis dahin sind wir hoffentlich mit Mauli durch. Genau. Und dann gucken wir, was wir machen können von unserer Seite aus. Eigentlich würde ich einen Aufruf starten, aber das bringt immer nichts, weißt du? Man weiß nicht, Leute das wollen Ding auch gar nicht helfen, richtig, aber weißt du? Aber wenn ich einen Aufruf starte, dann egal, 3 Wochen Aufruf und ob 1000 Euro oder nicht. Aber das, was rauskommt, kriegen sie und sie kann gucken, was sie dann damit macht, weißt du? Ja, also ich glaube nicht, dass sie dumm ist. Ne? Ich glaube nicht, dass sie das Geld verballert, weil ich meine, sie hat einen Sohn. Ja. Sie muss gucken, was sie, also, ne? Eine Bleibe irgendwie. Genau. Auch finden, ne? Ey, Daisy, ich fühle mich ehrlich, ich schwöre, wir haben was Gutes gemacht. Wir haben ehrlich was Gutes gemacht. Das ist so emotional, ne? Ich schwöre, ey.
Oh Mann, heute Morgen diese Frau traumatisiert. Ich muss mich eigentlich wieder. Ey Leute, ohne Spaß, wir haben echt was Gutes. Ich schwöre, ich kann jetzt in Ruhe schlafen. Obwohl ich richtig irgendwie ein bisschen, ne? Brauchst dich weinen, alles gut. Echt traurig, ey. Die Welt ist so eklig, Leute, ich schwöre. Ohne Spaß, ja, in Deutschland ist Paradies, ohne Spaß. Hier, das, was passiert, das ist nicht geschauspielt oder so, Leute. Hier sind die wirklich, also hier sind die Leute, die arm sind, richtig arm. Und wenn du das hier geschafft hast, auf der Straße zu leben, Leute, dann geht's dir richtig schlecht. Guck mal, die Frau wurde einfach vor ihrem Mann gekickt. Leute, gebt euch das mal. Allein, dass man jemanden auf die Straße setzt. Also, also du kannst ja deine Frau rausschmeißen, aber du kannst doch nicht deine Frau mit deinem Sohn rausschmeißen. Wie dann viele Männer. Sohn bei dir. Ja, du, genau, wie viele Männer wünschen sich immer so auf den. Ja, ich möchte einen Sohn, ich möchte einen Sohn. Und auf einmal hast du einen Sohn. Ja. Und auf einmal sagst du, ey, hau rein. Also jetzt mal im Ernst, ne, Leute. Einfach vor die Straße. Das ist das, Leute, das ist, ey, ich schwöre, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ich fühle mich gut, wir haben jetzt was Gutes getan. Ich fühle mich auch recht gut. Wir wollten euch das auf jeden Fall zeigen, wie das hier abläuft. Also ich möchte jetzt nicht zeigen oder damit irgendwie Klicks generieren, damit ihr mich mögt oder sonstiges. Ich schwöre bei Gott, Leute, ich scheiße drauf, ob ihr mich mögt oder nicht. Ich wollte euch nur zeigen, wie das hier abläuft. In Deutschland läuft alles picobello. Wenn ihr wirklich Leute oder Menschen helfen wollt und ihr seid Person des öffentlichen Lebens, dann reist mal, ja? Mit eurem Geld, nicht mal nach Ghana, es gibt es überall, das, was ihr gerade hier gesehen habt, ist nicht nur in Ghana. Irgendwo anders auch. Dann reist mal dahin, ja, am besten in deiner Heimat und mach mal da bitte was Gutes. Tu den Menschen was Gutes, weil Euro ist schwer. Euro ist schwer und mit Euro kann man sehr viel machen, kann man sehr viel bewirken. Guck mal, diese Frau, die da jetzt liegt, sagen wir würden ihr 10.000 Euro geben. Das ist Beispiel, wir würden 10.000 Euro sammeln. Wisst ihr, wie viel 10.000 Euro sind umgerechnet? Ghana Cedis? Fast 150 haben wir oder so, ne? 150.000 Ghana Cedis und dann könnt ihr sich ein neues Leben aufbauen. Und 10.000 geht in Deutschland so. Ja. So. Leute und machen Aufrufe und auf einmal spenden alle. Genau, alle spenden. So 10.000 Euro und das würde die Leute, wir haben jetzt verändern. Wir haben jetzt selber nicht mal 10.000, um zu spenden. Ich sag euch ganz ehrlich, wir sind broke. Wir sind diese Broke-YouTuber, die was Gutes machen, aber es nicht geschätzt wird. Wir werden totgeschwiegen. Alles, was wir machen, keiner nimmt uns unter die Lupe oder so. Ist jetzt auch nicht eine Sache, wo ich irgendwie möchte, dass jetzt irgendwie jemand uns, weißt du? Nein, darum geht's. Das soll nicht so sein. Darum geht's nicht. Wir werden weiter gute Sachen tun und Leute werden es sehen. Ja. Irgendwann wird es groß. Irgendwann wird ihr sehen, wir sind YouTuber, die real sind, die Menschen helfen wollen. Ja, ich scheiß auf diese ganzen Fame und hier und da. Leute, ich möchte Menschen helfen und so kann ich sogar sterben. Ja, und fühlt sich gut. Fühlt sich gut an. Wie gut ich mich gerade fühle, dass ich... Guck mal hier, die Straße. Die, weißt du, wie die Autos hier fahren? Ja, ich fand ganz krank. Böse enden können. Die haben direkt an der Hauptstraße geschlafen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann mir locker vorstellen, sie war so mit dem Nerven down, Alter. Sie wusste nicht mehr, was sie machen soll. Wie sie gerade gegrinst hat. Ich ja, natürlich, Mann. Ey, Leute, ich schwöre, das war so. Ich hab gut, ey, ich muss auch wirklich sagen, zum Glück, guck mal, was für ein Zufall. Zum Glück sind wir rausgegangen, haben was zu essen geholt und ich habe auf die Straße, also ich habe gegenüber geguckt und habe gesehen, dass da ein Kind liegt und ich dachte, nein, weil wir gehen immer diese Strecke, wir haben da nie irgendjemand gesehen. Das war noch nie so. Weißt du? Daran merkst du auch, dass sie sich immer einen neuen Platz sucht. Ja. Weißt du, sonst wäre sie ja immer da gewesen. Das ist das. Das ist echt. Also boah, Leute, ey, ich bin mit den Nerven down. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Leute, passt auf euch auf. Schätzt das Leben, seid dankbar. Seid wirklich dankbar und ich hoffe, dass ihr genau sowas tun würdet, sowas wir und getan haben für jemanden. Ignoriert diese Menschen nicht, wenn ihr seht, die brauchen Hilfe. An der Stelle, Leute, gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao.